Mein Name ist Michael Theurer, ich bin der Vorsitzende des Haushaltskontrollausschusses des Europäischen Parlaments. Gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen sorgen wir uns vor allen Dingen darum, dass das Steuerzahlergeld, also Ihr Geld, das Geld der Bürgerinnen und Bürger, effektiv, effizient und nach den gültigen EU-Regeln ausgegeben wird. Das heißt, wir kontrollieren im Nachhinein auf der Grundlage der Rechnungshofsberichte, ob die europäischen Steuerzahlergelder auch richtig eingesetzt werden. Wir arbeiten dort auch eng zusammen mit der Betrugsbekämpfungsbehörde OLAF. Wir hören auch natürlich die Vertreter der Kommission und auch der europäischen Institutionen an. Und unser wichtigstes politisches Instrument ist die Empfehlung über die Entlastung der Kommission und der anderen europäischen Institutionen. Und da können wir schon auch mal vorschlagen, die Entlastung zu verschieben oder zu verweigern, wenn wir das Gefühl haben, dass etwas nicht in Ordnung ist. Und es gibt ja eine ganze Reihe von EU-Ausgabenprogrammen. Wir haben zum einen die Subventionen, die Unterstützungsleistungen für die Landwirte in der Europäischen Union. Wir haben zum anderen die Struktur Kohäsions- und Regionalfonds, also das Geld, das in den Kommunen und Regionen der Europäischen Union ausgegeben wird. Und es gibt natürlich auch Programme, die direkt auf europäischer Ebene verwaltet werden, wie zum Beispiel das 7. Forschungsrahmenprogramm. Und hier ist das Entscheidende, dass dieses Geld natürlich nach den Regeln ausgegeben wird, aber es muss ja auch politisch sinnvoll ausgegeben werden. Das alles diskutieren wir hier im Haushaltskontrollausschuss. Wir wollen damit unseren Beitrag leisten, dass das Steuerzahlergeld der europäischen Bürgerinnen und Bürger richtig ausgegeben wird zum Wohle der Menschen.